Friede des Herrn, liebe Geschwister, lasst uns aufstehen. Die Sonne scheint schon. Nicht wieder einschlafen hier. Nein. Keiner ist eingeschlafen. Lass uns unsere Bibel aufschlagen, nachdem du deinen Nachbarn einen Blick zugeworfen hast, der sagen soll, schön, dass du auch da bist. In Psalm 131. Psalm 131. Da heißt es, das Geheimnis der Zufriedenheit. Das klingt schon mal gut für den Start in den Tag. Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Arm seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Volk Israel, setze deine Hoffnung auf den Herrn, jetzt und für alle Zeiten. Amen. Halleluja, Herr. Ja, wir wollen den Tag her mit dir starten. Ja, deswegen haben wir heute unser Handy eingeschaltet, unser Computer. Deswegen sind wir heute hier hingekommen, weil wir von deinem Wort hören müssen, wollen, Herr. Öffne du unser Herz, Herr, und zeig uns jetzt, Herr, ja, was wirklich in unser Herz reinkommen soll von deinem Wort. Amen. 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 Mir ist in den letzten Monaten ein Wort oder ein Akronym, um genau zu sein, immer wieder begegnet. Und das heißt FOMO. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört oder gelesen hast. Es begegnet einem hin und wieder mittlerweile. Das bedeutet, es ist Englisch, die englische Abkürzung für Fear of Missing Out. Also FOMO. Und die Angst, etwas zu verpassen, übersetzt. Und was ist das eigentlich? Wie drückt sich das aus? Das drückt sich aus, indem man zum Beispiel traurig ist, wenn Freunde sich treffen und Spaß haben und man nicht dabei ist. Oder dass man Angst hat, dass die Erfahrungen von Freunden oder anderen Menschen besser sind als die eigenen. Dass man nervös und unruhig ist, wenn man nicht weiß, was die Freunde im Moment tun. Oder wenn man etwas unternimmt und man möchte das sofort mit anderen online mitteilen, was man gerade unternimmt. Oder man ist gewohnheitsmäßig in sozialen Netzwerken unterwegs, auch während des Essens oder in Gesellschaft. Oder man hat Konzentrationsprobleme beim Lernen oder bei der Arbeit, weil man den Drang verspürt, dort online zu sein. Oder man hat während des Autofahrens das Bedürfnis zur Handynutzung. Ja, das sind so Aspekte, also man sieht schon, das hängt mit den Handys zusammen, mit den sozialen Medien. Aber FOMO gab es natürlich auch schon vor Smartphones. Und letztendlich ist es ja zunächst mal auch nicht was Schlimmes zu sagen. Es ist ein normaler Drang, es ist was Gutes zu sagen, ich möchte dabei sein. Ich möchte ja auch dabei sein, ich möchte teilhaben. Das andere Extrem wäre ja, wenn man sagt, das ist mir alles egal, das ist dann, ich ziehe mich zurück, das wäre die Isolation. Also wir haben hier ein Gleichgewicht und das eine Extrem ist, ob es mir egal, ich ziehe mich zurück, aber dieses andere Extrem ist eben, ich will immer sofort alles wissen, ich muss alles wissen, ich muss alles teilen und dadurch, dass ich das halt immer kann das eben gerade in der jetzigen Zeit eben zum Problem werden, kann es aus dem Gleichgewicht kommen und in ein Extrem führen. Und ich erlebe das bei mir auch immer mal wieder, dass ich auf mein Handy schaue, obwohl ich jetzt nicht gerade auf die wichtige Nachricht warte. Klar, manchmal ist es so, dann erwartet man einen Anruf oder gerade in der Familie, das Baby ist klein oder so, dann ist es was anderes, wenn da wichtige Sachen sind. Aber manchmal, dann guckt man so und da erwische ich mich auch manchmal, dass ich das tue. Und dann denke ich auch, naja gut, bei mir ist es ja nicht so extrem. Oft habe ich abends noch ganz viele Nachrichten und denke, oh, da musst du jetzt auch mal antworten. Auf der anderen Seite, nur weil etwas beim anderen extremer ist, heißt es ja nicht, dass es bei mir gut ist. Also da ist, glaube ich, die Selbstreflexion eine wichtige Sache. Wo ich vor ungefähr 10 Jahren in Südkorea war, da war so hier gerade so die Zeit, wo es anfing, dass viele Leute dann auch Smartphones hatten. Also davor, da gab es ja nur das iPhone, das hatten ganz wenige, aber so vor 10 Jahren fing das an, dass so auch die normalen Leute, sage ich mal, das haben. Und dort war es halt so, dass du schon die Leute im Zug, in der U-Bahn,
immer mit ihren Smartphones gesehen hast. Und da habe ich schon gedacht, oh, ja, heute ist das natürlich, da lächeln wir drüber, das ist ja ganz normal, schon seit ein paar Jahren. Aber diese Länder sind uns ein Stück voraus. In dem Sinne muss das nicht unbedingt positiv sein. Aber dort habe ich gesehen, wie auch in Restaurants, also in Gesellschaft, wirklich diese Handynutzung wirklich sehr stark ist. Und ich habe das Gefühl, dass das in Deutschland auch immer stärker wird und dass es die Leute auch, glaube ich, teilweise gar nicht mehr merken, dass sie auf einmal mit dem Handy sind, obwohl man doch gerade in Gesellschaft ist. Und ich spüre als Vater auch eine Verantwortung, meine Kinder dort richtig anzuleiten und da ein gutes Vorbild zu sein. Also habe ich mich gefragt, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Wie stehe ich denn eigentlich als Christ dazu, zu dieser Sache? Römer 8 sagt in 15, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Neue Sklaverei. Jesus befreit uns von Sünden. Und letztendlich ist das FOMO, ne, dieses Fear of Missing Out, ich muss immer dabei sein, ich muss immer, letztendlich ist das auch eine Sucht. Und die Bibel sagt, wir sollen Süchte hinter uns lassen. Das ist eigentlich ganz einfach, da brauchen wir gar nicht groß in. Die Bibel sagt ganz klar, egal welche Sucht es ist, die Süchte sollen wir hinter uns lassen, wenn wir Jesus aufgenommen haben. Und in Römer 8, Vers 9 steht, nun aber seid ihr nicht länger euren selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben, schließlich wohnt er in euch. Der Heilige Geist, der hat hier eine Schlüsselrolle. Und ja, was sind die praktischen Schritte, um dieses FOMO abzulegen? Die Mediennutzung muss reflektiert werden. Das ist mir der erste Schritt, dass man sagt, ja, wie geht's mir denn dabei? Bin ich da betroffen oder wie stark bin ich da betroffen? Und dann kann man sich Fragen stellen, war das heute eine wichtige Neuigkeit oder war das nur eine sinnlose Ablenkung? Und im zweiten Schritt kann man die Ablenkung vielleicht verringern, indem man die Benachrichtigung ausschaltet oder das Handy auf stumm schaltet oder ähnliches. Oder man entscheidet sich mehr zu telefonieren statt zu schreiben. Oder man sagt, es gibt gewisse Öffnungszeiten vom Social Media, dass ich sage, zu der und zur Zeit hat das auf, wie ein Geschäft. Das sind so ein paar Ideen und ich will jetzt nicht da so drauf sagen, ja, das ist alles so schlecht und wir müssen weniger nutzen. Die sozialen Netzwerke und diese Kontakte, das ist ein großer Segen. Nimm mal dieses Beispiel. Stell dir mal vor, du wohnst in Schwabing und bist ständig mit deinem Radl unterwegs. Ich habe jetzt, es gibt ja die Geschwister, die sind ja überall und ruckzuck mit ihrem Rad in München unterwegs. Ich habe das jetzt am Samstag erlebt. Fahre ich hin, da ist die Person schon da. Ich bin mit dem Auto gefahren, die Person mit dem Fahrrad ist schon da. Fahre mir zum nächsten Mal, ist die Person auch schon da mit dem Fahrrad, ne? Aber sagen wir mal, du wohnst da und du legst dir ein Auto zu. Ja, und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, vorher bin ich immer von Schwabing hier zur Gemeinde geradelt und jetzt fahre ich mit dem Auto. Naja, da ist vielleicht die Gefahr, dass ich vielleicht schneller ein paar Pfunde mir zulege. Aber sagst du jetzt, deswegen kaufe ich kein Auto? Nee, dann sagst du, naja, okay, vielleicht mache ich dann ein bisschen mehr Sport und so weiter. Also so ist es, das Auto ist jetzt da in dem Beispiel das Handy oder die sozialen Medien. Das ist einfach ein Segen, das können wir für gute Sachen gebrauchen. Und vielleicht schaust du auch jetzt dieses Wort mit deinem Handy. Ja, das ist doch was Schönes, gerade im Lockdown, was wir machen durften. Aber das kann dazu führen, dass wir eben in ein Extrem fallen. Und darum geht es doch, dass wir in diesem Gleichgewicht sind. Und nicht, dass wir das eine gegen das andere ausspielen. Oft wird das eine gegen das andere ausgespielt. Dann kommen die Leute mit den einfachen Antworten und sehen da schwarz und weiß. Nein, die Welt ist eben komplex und da müssen wir halt schon schauen, dass wir eben auch weise sind. Und wie wir dazu kommen, da komme ich jetzt gleich. Wenn wir diese Erkenntnis haben, also wenn wir diese Angst ablegen wollen, ne, hier heißt es auch, um die Angst zu bekämpfen. Letztlich ist es ja eine Angst, die uns unruhig macht. Die sagt, oh, ich muss jetzt da mal eben was schauen oder ich muss da jetzt was machen. Und was wichtig ist, sind Erkenntnis und Selbstbeherrschung. Das sagt dieser weltliche Artikel, den ihr alle in Wikipedia nachschauen könnt, ist so dieser letzte Satz.
Um die Angst zu bekämpfen, sind Erkenntnis und Selbstbeherrschung notwendig. Ja. Wenn wir nun diese Erkenntnis haben und die Angst ablegen wollen, ne, wie gelangen wir zu der Selbstbeherrschung? Und da hat die Bibel ganz klare Antworten. In Sprüche 23,23 heißt es, wenn du die Weisheit, Selbstbeherrschung und Einsicht erworben hast, dann gib sie nie wieder auf. Ne? Wir müssen ja erstmal schauen, das ist jetzt ein weltlicher Artikel, ist das überhaupt, ne? Passt das überhaupt für uns? Aber Selbstbeherrschung ist, was die Bibel ganz klar sagt, das sollen wir haben, das sollen wir suchen. Und in 2. Petrus 1, Vers 6 heißt es, daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Also, aus irgendetwas erwächst diese Selbstbeherrschung, das müssen wir uns nochmal anschauen. Und daraus kriegen wir Ausdauer und dann erwächst noch wahre Liebe zu Gott. Ja, das ist es doch wert, nochmal ganz zu lesen. Schlag doch mal auf in 2. Petrus 1, ab Vers 1. Da lesen wir, ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllt. Das wird geschehen, wenn ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernt. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen zum Leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben gerufen. Durch sie hat er das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Leben, ewigen Wesen und Leben Anteil habt. Denn ihr seid dem Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt gekommen ist. Deshalb setzt alles daran, dass euer Glaube in einem Vorbild, sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Daraus entsteht eine immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Und wenn man das jetzt uns hier anschauen, es ist ein bisschen verschachtelt manchmal, aber es ist so, in diesem Absatz ist diese logische Kette, wir sollen Jesus immer besser kennenlernen, daraus sind wir von seinem Frieden erfüllt, dadurch haben wir ein vorbildliches Leben und durch das vorbildliche Leben lernen wir Jesus immer besser kennen und damit ist dieser Kreis geschlossen. Und wenn wir diesen Kreislauf permanent durchlaufen, dann führt das ja auch noch dazu, dass die Liebe zu Gott immer mehr wächst. Also war jetzt eigentlich gar nicht so hier dieses Ziel, aber das führt dann auch noch dazu. Und ich hatte gerade gesagt, der Heilige Geist, der hat hier diese Schlüsselrolle. Wir haben das gestern Abend in der Predigt auch von Bernd gehört. Ne? Wie können wir das ganz praktisch umsetzen? Ne? Dass wir wirklich mit dem Geist immer verbunden sind, im Alltag. Nicht nur einmal morgens, einmal abends, sondern immer, permanent, dass wir da verbunden sind. Bernd hat auch von dem Sprachengebet gesprochen, was da auch so ein Schlüssel ist, dass wir da den Heiligen Geist immer einladen. Und lasst uns auch doch diese Herausforderung von der heutigen Zeit, die wir auch haben, lasst uns da doch nicht den Heiligen Geist draußen lassen. Gerade da, lasst uns ihn dort einladen, dass wir immer wieder sagen, okay, jetzt habe ich da diesen Drang, Heiliger Geist, hilf mir doch da jetzt, oder dass wir einfach verbunden mit ihm sind. Amen. Das Halleluja. Und ja, vielleicht ist dieses FOMO, ne, dieses Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, immer wieder was zu schauen am Handy, immer wieder was posten zu müssen, vielleicht ist das auch für dich kein Problem. Aber dann kannst du trotzdem in diesen Segenskreis eintreten. Und interessanterweise, ne, der beginnt, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen. Wie lernen wir ihn kennen? Durch sein Wort. Durch das Wort, dass wir uns seinem Wort aussetzen. Und ja, das ist mein Gebet, dass der Heilige Geist uns auch zeigt, wo wir Süchte haben. Es können ja auch andere Süchte sein, die uns von ihm wegbringen. Denn letztendlich, die Bibel sagt ja, warum sollen wir keine Süchte haben? Nicht, weil wir nicht irgendwelche weil wir nicht Freude haben sollen. Gott möchte, dass wir Freude haben. Aber Süchte bringen uns weg von ihm, bringen uns weg vom Fokus. Und es kann ja auch andere Bereiche sein. Vielleicht hatte ich das ja jetzt, betrifft dich das jetzt nicht so. Aber dann lass uns den Heiligen Geist fragen, vielleicht wo sind da andere Sachen? Und dass wir wirklich immer mit ihm gehen, dass wir immer mit ihm verbunden sind. Amen. Halleluja, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr, für diesen Morgen, Herr.
Ja, Herr, ich danke dir, Herr, dass wir, Herr, mit dir gehen können. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, Herr. Ja, du siehst, Herr, die Herausforderungen. Du siehst, Herr, den Segen, den wir haben durch die Smartphones. Du siehst, ja, wo wir die Bibel lesen können an allen Orten, auch wo wir unser Handy vielleicht, unsere Bibel nicht mitnehmen würden. Aber du siehst auch die Herausforderungen. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du uns, Herr, zeigst, Herr, dass wir mit diesen Herausforderungen umgehen, dass wir in diesem Gleichgewicht sind, dass wir nicht in ein Extrem fallen. Halleluja, Jesus, ich bitte dich, Herr, dass dein Heiliger Geist uns erfüllt, dass dein Heiliger Geist uns zeigt und dass wir ja wirklich dieses Verlangen haben, mit deinem Heiligen Geist in Verbindung zu sein. In Jesu Namen. Amen.